Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit mir, der Maxwell TV. Heute ein Spezialteil für euch alle. Ich war in Kärnten im Urlaub in Bad St. Peter-Ording und habe ein bisschen quer um Schleswig-Holstein und teils Hamburg getransfert für euch. Ich habe übrigens dieses Video alles in eins gemacht. Ihr könnt gerne alle Videos auf gleich in einmal gucken oder in mehrere Etappen. Ich will das Video übrigens natürlich in mehrere Etappen für euch aufnehmen, weil es sonst zu lange für euch ist. Also, dann viel Spaß mit diesem Video und wir starten jetzt sofort. Los geht's. Lasst gerne ein Abo und ein Like da.
Hallo? Das habe ich zum Beispiel auch noch nicht gesehen. 245 statt 218 an der Sweden City. Na gut, ab Liebe? Ich weiß nicht genau, wird er irgendwie geteilt? So. Ich habe keine Ahnung, wie es vorgeht. Also das ist auch noch nicht 218, 245 dran hängt. Oh, hell no! Thank you.
Abfahrt ursprünglich 8.30 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Geil, die kommt wieder.
mit von Chris. Eichhörchen! Thank you.
alles klar? Was geht denn hier ab? Ist da irgendwas wegen des Beinsperre oder warum fährt ein IC durch den Gang hier? Bahnhof durch. Was geht denn hier ab? Ich würde sagen, irgendwann eine Steuerung oder wenn du das nicht. Aber alles klar. Habe ich auch noch nicht gesehen.
Conny ist hier unterwegs.
Boah, das ist ein Autofahrer ein kleiner Schock, wenn sowas kommt. Und auf eine BÜ-Anlage. Fahren weiter nach Diebüll und der Rest fährt anschließend nach weiter nach Westland auf Sylt. Also Diebüll-Molle heißt es, dann fährt die beiden Wagen. Die werden einfach jetzt so hinten hingefahren und dann kommt diese 82 wieder zurück und wird dann gekoppelt und dann fährt der Restzug weiter nach Westland auf Sylt. Ein bisschen umständlich, aber egal. Oh. Thank you.
Thank you.
überladen. Ja. Ja. Da sind wir wieder. Und du auch. Altersrichtig. Ich weiß schon, dass das zu viel ist. Gleich ist es soweit. Zack. Ganz schön eng. Funktioniert. Gekoppelt.
Ich habe mein Stativ nur extra so klein hingestellt, dass es nicht so stark ist und trotzdem kippt es fast um.
wollte doch nicht Pony. Information zu RE6 von Hamburg-Altona, Ankunft des Zuges. Heute circa 10 Minuten später. Grundlage.